Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Unsere Daily Dosis Ark mit Voucher und mit dem Herrn Alderle. Wir sind auf dem Heimweg. Heute machen wir nicht allzu lange rum. Wir schauen, dass wir heute Meter dazu kriegen. Pass mal auf, ich muss ganz kurz schauen. Wir haben nämlich nichts mehr zum Trinken. Komm mal runter. Komm mal runter. Ich hab Durst, Alderle. Komm runter. Gib mir deinen Rüssel. Kann man die nur trinken, wenn die sitzen, ne? Jetzt. Dankeschön und weitergeflogen. So, meine Lieben, wir müssen aber natürlich gucken, dass wir eine Wasserstelle finden, dass ich mein Beutel hier voll machen kann. Also gut, kurze Runde durch die Tiere. Sie sind alle auf Folgen soweit, müsste hinhauen. Wir können einfach Richtung Heimat gehen. Wir laufen jetzt der Nase entlang, weil so halbwegs kennen wir ja den Weg. Leute, ich will einfach nur schauen, dass wir nach Hause kommen, ne? Kommen die da hoch? Jawohl, passt Wunderbärle. Passt Wunderbärle. Natürlich, wenn wir ein Tier sehen, das uns gefällt, das wir unbedingt haben wollen, dann werden wir uns da auch nicht knauserig zeigen. Da wird der Alterle das zähmen. Aber erstmal müssen wir natürlich eins sehen. Ja, kommt hier durch. Da vorne waren wir nämlich schon mal. Also da kennen wir uns auch aus. Wir laufen hier so links am Rand entlang, würde ich sagen. Insofern wir. Hätte ich da hinten lang sollen, aber ich will nicht zu nah ins Schneegebiet. Ist hier alles gut? Oh, da ist ein Tawny Dragon, Leute. There is a Tawny Dragon. Ein 45er. Komm, weiter geht's. Können wir hier runter, ohne dass die Tiere uns gleich direkt. Aha, aha. Aber guck mal, null Schaden ist nicht wirklich viel, ne? Und die Bären haben ihn zusammengespeist. So ein Tawny Dragon wäre natürlich schon eine schöne Geschichte, ne? Da hinten ist noch einer. Wenn wir einen finden mit Level 140, holen wir uns. 20er. Boah, das nervt aber halt, dass der Rex immer gleich brüllt, wenn man das Ding rausholt hier, ne? So. Schalali und Schalalum. Kommt ihr auch hier runter? Ich denke schon, oder? Ja, guck mal. Wir verlieren nicht mal Leben. Das ist gut. Ich hau den da schon mal weg, weil der stört uns jetzt sowieso gleich. Dann holen wir hier Wasser. Ja, Rexi, beißen zusammen. Oder vorne ist noch einer. Guck mal nach dem Level. Ein 150er, Leute! Ein 150er Tawny Dragon! Oh, bo, 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 bo. Ich glaube, den will ich haben. Das wäre natürlich super. Jetzt haben wir nur das Problem, ich weiß nicht mehr, wo die ganzen Sachen sind. Und wenn der hier hochkommt, dann haben wir dann schon mal einen Kampf mit dem, ne? Pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen das kurz, jetzt bin ich schon wieder aufgeregt. Ist das geil? Immer wenn ich was mache, bin ich aufgeregt. Passiv. Passiv ist schon mal gut. Ich pass auf, jetzt machen wir das nämlich gleich. Nicht wieder mit dem Ausloggen und so. Ich drehe jetzt mal kurz den Rex rum. Ist gut, wir laufen ein Stück dahinter. Hier so. Dreh mal rum links. Ich achte natürlich drauf. Dann stelle ich da den Zähmkäfig hin. Ja, Leute, lasst uns den Tawny Dragon zähmen. Raw Mutton haben wir nämlich dabei. Ich mache aber ein Zähm. Die Zähmbox baue ich schon auf. Weil. Ich mache mir da jetzt. Wir machen uns keinen Stress, Leute. So. Benno? Benno ist auf der Schulter, wo er hingehört. Also, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der Zähmkäfig ist. Da-di, da-dum. Jo, dann machen wir halt morgen die nächste Runde. Fehlt schon wieder ein Bär, ne? Mary ist oben, alles klar. Dann ist es schon mal gut aufgehoben. Grüß dich. Wieso bist denn du immer da oben, Alterle? Da brauchen wir das hier als erstes, würde ich sagen. Und die würde ich dann hier schon mal draufpacken. Ja, der Tawny Dragon ist jetzt auch nicht so ein Riese. Das heißt, wir können wahrscheinlich immer Glück haben. Hier mit weniger Action. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, es keimt hier irgendwas. So, jetzt pass auf, hier so. Jawohl. Langsam runtergeglitscht. Sehr schön. Der Bug macht uns ja nichts, ne? Setzt es einfach hier hin, Alterle. Mach nicht so lange rum, bevor der Tawny Dragon jetzt noch weg ist. Ein 150er, Leute. Ein höheres Level finden wir ja keins, oder? Also, nicht lange reden. Ich hau das jetzt einfach mal hier hin. Wie war das wieder? Mit Q? Jawohl. Und dann hauen wir das nächste da vorne hin. Mit Q. Mit Q, juhu. Ist okay, das reicht uns so, würde ich sagen. Dann bräuchte ich aber eigentlich das Tor. Was bist denn du eigentlich für einer? Ah, ein Öler. Ein Öli. Ein Öl hast du gebracht. Das ist aber nicht viel. Ach Gott, Öl wollte man ja auch noch machen. Die Ölstelle, ich habe schon ganz vergessen. So, pass mal auf, wir brauchen schön das eine Tor. Ah, ich mache gleich beide rüber. Ich mache gleich beide rüber, ist jetzt kein Problem. Den will ich jetzt schon haben, Leute, oder? Den haben wir sowieso schon gut gefunden beim letzten Mal. Guck mal hier, dann hier so rüber. Jawohl. Es zittert und mittert. Ich weiß nicht, was da los ist. Was ist denn nur geschehen? Kleines Ark, gib nicht auf. Das wäre so unheimlich schade. Okay, dann hauen wir das hier hin. Es muss nicht schön sein, das ist ja aber das Tolle an unseren 10 Boxen hier. Sie müssen nur zweckdienlich sein. Perfekt. Und ein bisschen Routine ist jetzt schon da, Leute, oder? Ah, wir kriegen das schon hin. Es wird immer besser. So, hinein, dann machen wir die zweite Hütte hier. Na, so wird es nicht. Ja, so ist okay. Ja, so ist okay.
Nee, so ist es nicht okay. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Also so ein ganz kleines bisschen Spaß beim Zähmen will der Alter das schon haben. Mach mal dieses Ding hier weg, wenn es schon da rumliegt. Ah, die füllen sich, glaube ich, auch mit der Zeit so ein bisschen auf immer. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Super, ich bin noch nicht mal einen Meter gelaufen und schon haben wir wieder irgendwas am Start, was wir machen können. Okidoki, meine Lieben. Wir brauchen es auch nicht ganz so hoch machen. Wichtig ist, dass der hier nicht drauf kann. Ich mache es einfach zwei hoch. Für alle Fälle, dass da nicht irgendwie noch was von außen reinklitscht oder so. Die Tiere sind alle auf Passiv. Das ist schon mal das Wichtigste. Den hätte man bestimmt auch im Freien machen können. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe echt keine Lust, dass die wieder abhauen und dass ich wieder über die halbe Map schlitter. Es wird jetzt auch gleich Nacht. Dann kann der über Nacht nämlich ganz schön da drinnen gleich schlafen. Okay, Leute. Das haben wir. Jetzt hoffe ich, dass ich noch die... Habe ich keine Türen? Habe ich keine Türen eingesammelt? Das war für oben drüber. Ja, ist klar. Was mir jetzt fehlt, sind tatsächlich die Türen. Haben wir die nicht oder habe ich die woanders hingeräumt? Wenn ich das nicht zumachen kann, ist natürlich... Sag mal, Mary, sei mal nicht böse, aber so zwischen uns zwei, dann stehe wenigstens da vorne hin, dass ich an meine Sachen komme. So, hier sind auch keine Türen. Dann können wir ein paar Paraseer noch kurz schauen. Wo ist dein Kopf? Links? Links? Jetzt habe ich... kurzer Moment. Einen kurzen Augenblick, bitte. So, lieber Links, zeig mir mal, was du hast. Hier sind sie, oder? Force Gateway. Alles klar, ich hoffe, das sind die. Schauen wir mal eben. Guck dir das an, mit welcher Geschwindigkeit wir hier die 10-Box aufgebaut haben. Jetzt hoffe ich, dass der Tawny noch da ist. Ich möchte den unbedingt haben, Leute. Perfekt, guck das an. Guck's dir an. Dann haben wir das hier. Machen wir zu und switch to manuell. Du darfst aufbleiben. Switch to manuell. Die sind weit genug weg. Ich gucke nochmal ganz kurz nach dem Barry, ob der auch passiv ist. Ist er? Okay, dann pass auf, Leute. Dann sind wir nämlich soweit durch. Das kann ich gleich umräumen. Wir brauchen jetzt das, wo sind jetzt unsere Waffen? Ich habe keine Ahnung, wo ich es hingeräumt habe, ne? Das kann jetzt hier rüber. Dann sind wir nämlich auf jeden Fall so leicht, als wir können. Hier sind die Waffen nicht drin. Haben wir sie hier? Ja, hier sind sie, Leute. Machen wir auf die drei. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch die Flinte hier hin. Das beladen wir natürlich gleich mit der Flinte. Und 250 Zehnpfeile. Es gibt auch Kopftreffer. Ich glaube, zweieinhalb Mal mehr Zehnfortschritt, wenn man auf den Kopf treffen. Aus dem Grund würde ich sagen, wir gucken mal, ob wir den finden. Ich hoffe, der war da alleine. So. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Leute. Ist er das da hinten? Guck mal nach ihm. Ja, das ist er, Leute. Den wollen wir. Ich hoffe, dass das Geräusch auch von dem kommt und dass da noch einer hier im Stein rumhängt. Ich treffe den nicht. Wieso triffst du den jetzt gerade nicht, Alterle? Heb mal ein bisschen höher. Ich müsste den eigentlich längst getroffen haben. Leute, was ist los? Jetzt haben wir ihn getroffen. Kurzer Moment, bitte. Boah, Alter, der schießt die Dinger schon. Das sollst ja nicht ganz so mutig sein vielleicht. Kommt er ums Eck rum oder hat er schon die Lust verloren? Ich hopfe mal kurz hier hoch. Wo ist der jetzt? Nee, oder? Ist das so einer, der nicht wirklich viel Bock hat, hinterher zu laufen? Tawny. Wo ist denn der jetzt? Hä? Da hinten ist noch ein Tier. Da ist er. Der müsste doch normalerweise jetzt mitkommen, oder? Guck mal, wie der die Dinger schmeißt. Ich weiß nicht, wie weit man da abhauen darf. Da kann das sein, dass der da hinten festhängt, oder? Ja, komm, Alterle. Komm mit hoch. Der hätte ich gar nicht gebraucht, die C-Box. Ich sehe es schon. Schön ausweichen. Und dann wieder hoch ein Stück. Ja, oh, jetzt gibt er Gas. Kann sein, dass die Tiere zu nahe stehen. Komm hier rein, ja. Du bist ein Süßer. Du bist der Süßeste überhaupt. Trifft er meine Tiere? Ich weiß es nicht. Er trifft auf jeden Fall uns und vergiftet uns hier ganz kräftig, ne? Wir gucken mal kurz. Okay, das müssen wir jetzt aber schauen, Leute. Ich weiß nicht, wenn der jetzt noch ein paar Mal das Ding schießt. Nicht, dass wir dann umfallen, weil ich vergiftet bin, weißt du?
Wow, 157, jetzt muss ich nach dem Leben erstmal gucken. Passt aber, guck mal, wie viel Torpor das gibt, wenn man einen Kopf trifft, richtig? So ist es gerade ideal. Das war kein Kopftreffer offensichtlich. Muss warten, bis er oben ist. Jetzt. Jo, das war wieder ein Kopftreffer, ich guck. Leute, wir haben den. Ich darf jetzt nur nicht mehr so oft den Kopf treffen. Sonst hat er zu viel Damage. Okay, das war nix. Wenn ich jetzt noch einen Kopftreffer, dann haben wir wahrscheinlich den Torpor voll, denke ich mal. Dreh dich mal rum zu uns. Süßer. Oh, ist der schön und er hat voll das hohe Level. Ich darf ihn nur nicht töten halt, ne? Ja, das geht schon, das geht schon. Ich darf mir nicht allzu viel erlauben jetzt. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Es ist doch recht dunkel gerade. Ja, jetzt haben wir einen Kopftreffer. Jetzt müsste er eigentlich schlafen. Im Prinzip müsste er jetzt eingepennt sein. Da legt er sich nieder, Leute. Wir haben den. Okay, wunderbar. Dann haue ich jetzt Raw Mutton rein. Boah, den wollten wir schon beim letzten Mal, ne? Weil die Geräusche so cool waren. Jetzt gehört er uns. Mary? Mary? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Da ist irgendwo ein Agi noch gewesen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Ramati Mati. Ich bin mal gespannt, wie lange der jetzt braucht. Aber schön, Leute, oder? Ist das super gemütlich? Ey, wenn ich das Rotlicht sehe. Wenn ich das Rotlicht sehe. Oh, Alter, ich freue mich so, dich dann bei Tag zu sehen. So, 10 Futter hinein. Okidoki. Wir haben auch einen guten Sattel für den nämlich zu Hause, glaube ich, ne? Ich kann ja mal spaßhalber gucken, ob wir einen bauen können, aber da brauchen wir bestimmt Material, die ich nicht habe. Nee. Schreibt man den anders? Braucht man vielleicht gar keinen Sattel für die? Mammutsattel? Saber? Ich gucke nochmal, wie er heißt, weil irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. TH, oh nee, Dragon. Ich glaube, für die braucht man gar keinen Sattel herstellen, oder? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe nochmal kurz rein. So. Gib mal einen Dragon. Nee. Tawny? Offensichtlich, irgendwas geht nicht mit dem Sattel. Ich weiß es nicht. Lass ich mich mal überraschen. Also er liegt auf jeden Fall, er ist bewusstlos. Wir haben das richtige Zähmfutter drin. Und wir haben das Rotlicht, die Karawane des Rotlichts, Leute. Every Dino, every man, join the caravan of love. Stand up. Oder vielleicht the caravan of love. Ja, passt schon aber, ne? Everybody has a stand. Join the caravan of love. Entschuldigung. So, meine Lieben. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, dass der Kollege hier fertig wird. Wie viel Uhr haben wir? Gleich wird es hell, dann genießen wir die Wüste ein bisschen. Hast du auch mal Hunger? Sollen wir gleich nochmal mit dem Bär eine Runde drehen hier? Wir sind echt noch nicht weit gekommen, ne? Jetzt hat er gefuttert. Ja, aber wenn ich auf die Map gucke, Leute, es ist nicht mehr weit. Wir müssen ja nur hinten rechts rum in Wüste, rechts entlang Richtung Küste. Und dann sind wir schon im Wald. Wir kommen also dem Ziel näher. Und jetzt bin ich gespannt. 15% bei einmal futtern. Boah, der kriegt ein richtig cooles Level. Ist er Männle? Ist er Männle, Leute? Bist du ein Wasserbug oder ein Ölbug? Wie die mir halt gefallen. Weißt du was? Ich muss mal ganz kurz was gucken, Leute. Bleibt mal kurz dran. Vielleicht kann man so einen Wasserchuck da auch irgendwie. Den müsste man doch normalerweise zähmen können, oder? Aber die Frage ist natürlich. Die Frage ist natürlich. Wie finde ich die in der Dododex? Dickerle, Wasser trinken ist klar. Bist du. Ich weiß nicht, ob man die zähmen kann überhaupt. Da ist ein Agi. Jetzt fliegt er weg. Wieso steht in der Dododex nichts drin von Wasserchuck? Wahrscheinlich heißen die hier anders, oder? Heißen die vielleicht Bug? Ich guck mal bei B. Bulbdog. Ja, ist klar, aber den haben wir ja nicht. Leute, ich weiß es nicht. Kann man die zähmen? Wisst ihr das? Vielleicht hat das sogar schon jemand beantwortet. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge gefragt, aber ich konnte die Kommentare noch nicht einsehen. 15,9%. Ja, wir müssen ja warten drauf. Puh, das Rotlicht macht mir auch so ein bisschen narrisch. Pass mal auf, ich nehme dich mal kurz hier weg von Folgen. Ich weiß, du bist auf Passiv. Das sollte ich aber vielleicht umstellen, weil. Verhalten, passiv auf dein Ziel angreifen. Okay, Leute. Lass uns mal ein bisschen hier rumschlendern. Die können sich ja verteidigen, wenn ich sie einstelle, natürlich nur, ne? Ich muss nochmal zurück. Ich habe sie nicht eingestellt. Wie hatten wir das? Wie hatten wir das? Ich glaube auf jeden Fall auf der F2. Ziel angreifen ist dein Ziel angreifen und F3 neutral. So will ich es haben. Gut. Ja, bleibt uns ja nichts anderes. Ich muss ja warten, bis der fertig ist. Einen Zähmkäfig baue ich später ab, falls hier doch noch was vorbeikommt. Jetzt haben wir 30%. Der hat gerade gefuttert. Vielleicht finden wir ja noch einen zweiten. Laufen wir da runter. Ein bisschen die Map ranholen wieder, Leute. Morgen machen wir aber dann tatsächlich einen richtig, richtig weiten Weg. Morgen machen wir Meter, ne? Und zwar ganz extrem. Da unten hat Sabers, da muss er ein bisschen aufpassen.
Aber nur geringfügig, weil der Bär... Oh, lass uns mal da oben drauf laufen. Ich sehe gerade was. So, Alterle. Sehr schön, ein Tawny. Und was für ein Hohn, Leute. Und was für ein Hohn. So, heißt du... Wie heißt du eigentlich genau? Lass mich mal gucken. Wasser? Juckbuck. Juckbuck. Ist zwar nicht richtig ausgesprochen, aber... Die stehen hier nicht drin. Weder unter Chuck, noch unter Buck, noch unter Wasser oder Öl, ne? Also kann ich nicht sagen, Leute, wie ich die zähmen. Falls man die zähmen kann, wäre ein Tipp super von euch. Ansonsten müsste ich mal die Wiki durchschauen. So, was haben wir denn da vorne? Guck mal, da ist, glaube ich, noch ein Tornile, oder? Ein 20er aber nur. Ich will aber da jetzt hoch, den machen wir jetzt kurz weg. Müsste doch mit dem Bär normalerweise problemlos möglich sein, oder? Ja, das geht. Was hat denn der so dabei? Nicht viel, gell? Schön, Leute, schaut es euch an. Schön. Jetzt ist natürlich die Frage, ob unser Cheboale irgendwo ist. Nicht der Cheboa, das waren ja die Kleinen. Ach Gott, den vermisse ich auch so ein bisschen. Nicht Cheboa, wie hießen die denn nochmal? Tapechara, ich habe schon wieder den Namen vergessen. So, wir sollten uns nicht allzu weit wegbewegen. Mir fällt nämlich gerade auf, ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Wie laufen wir denn dann weiter? Können wir hier runter? Ich will nicht alles runterhüpfen. Wir könnten da oben entlang gehen. Da oben entlang, rechts, komplett da laufen wir entlang. Wir gucken mal, ob wir da hinkommen dann. Wo waren die Karawane jetzt, Leute? Da unten irgendwo, gell? Das heißt, wir würden dann da oben entlang laufen. Dann würde ich versuchen, dass wir hier durchkommen. Hier so. Okay, und dann müssen wir hier übersetzen und dann am Rand entlang, ne? So machen wir das. Okay, was gibt's hier noch so? Jetzt wollte ich gerade sagen, guck mal, da oben ist eine Stadt. Dabei ist es unser Zähmkäfig. Ja, auf den freue ich mich. Aber jetzt habe ich keine Ahnung wegen dem Sattel halt, ne? Wir gucken mal, der ist doch schon zur Hälfte durch, oder? Ja, 47,9%, Leute. Das Problem ist, ich kann nicht schneiden. Das dauert einfach länger, der Vorgang beim Rendern, wenn ich schneide. Das reicht mir zeitlich nicht. Das heißt, wir werden jetzt... Oh. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen auf Abenteuer machen. Und dann gehen wir weiter, sobald er durch ist, ne? Ja, komm mal mit, wir laufen auch da unten noch ein bisschen rum. Wir können doch ein bisschen die Map erkunden, das ist ja nicht das Problem. Ich darf nur nicht zu weit weg, sonst finde ich den Weg vielleicht nicht mehr. Vielleicht sehen wir ja den Cheboa irgendwo. Dann müssten wir aber fast seltene Blumen noch besorgen, um den zu locken. Hier ist auch eine schöne Stelle, gell, am Wasser unten. Ey, die ganze Wüste müssen wir noch durchkämmen irgendwann. Durchkämmt die Wüste! Durchkämmt die Wüste! Spaceballs war das, oder? Mit dem L'Oreal kamen die Schweine. Ich hab so gelacht. Ja, herrlich. Da ist noch ein Tawny. Guck mal den jetzt kurz nach dem Level. 85. Ja, der wäre eigentlich schon nicht schlecht, aber ich will dann ganz hohen wieder. Den kämpfen wir auch mal weg. Dann kann das nachspawnen. Ja, guck mal, mit drei Bissen. Mit drei Bissen. Da ist wieder so ein Wasserchuck. Wasserchuck-Buck. Juckbuck. Mach das weg, wenn es dir im Weg ist. Okay, der ist zu klein, sonst hätte ich den vielleicht noch rangeholt. Schön. Also ich finde die Map echt geil, Leute. Und vor allem das Wüstengebiet, das hat es mir schon auch an... Hammer, guck mal. Hammer. Mach mal das Ding weg. Es ist schon cool. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Jetzt muss ich es wieder hinmachen. 7.08 Uhr. Das heißt, es ist ganz früh morgens. Die Wüste beginnt gerade so ein bisschen zu glimmen. Hammer. Komm, lauf mal darüber. Ich liebe das ja, wenn das User-Interface manchmal einfach nur ausgeblendet ist und man sieht es dann so schön, ne? Hier nochmal runtergeschaut. Herrlich, herrlich. Traumhaft. Traumhaft. Überlegt euch mal, wenn es ein Arc 2.0 gibt irgendwann, ja? Mit einer neueren Engine, wie toll das dann werden wird. Und ich meine, dass ich sogar schon was gelesen habe. Ist das ein Pupsi? Hoffentlich kein 150er, sonst haben wir das nächste langsame Ding am Start. Nee. Überlassen wir der Wüste. Überlassen wir der Wüste, wie es mit diesem Tierchen weitergeht. So, wir gehen zurück, schauen nach unserem Tier. Hier kommen wir eh nicht runter. Das heißt, wir sind tatsächlich auf dem richtigen Weg gleich. Es ist ein Traum. Es ist einfach nur ein Traum. Da unten ist ein Kanu. Wir müssen noch gucken wegen den Rexen, Leute. 20er Kanu ist nicht ganz so das, was wir jetzt brauchen. Ich habe das Gefühl, der Alter hat Durst. Nö. Schadet aber auch nicht, ne? Alter, ein Schluck aus der Pulle. Wer ist denn gestiegen? Der Bär ist gestiegen. So, 10.000 sollten die Bären auf jeden Fall kriegen an Leben, würde ich sagen. Ja, freust du dich, gell? Willst du zu Mary hoch? Dich tragen lassen von unserem... Die ganze Zeit haben wir probiert, die Tiere in irgendeiner Form auf die Paraseer zu kriegen, dass sie nicht rausglitschen. Und die Bären, die bleiben einfach von alleine oben drauf stehen. Die gehen sogar von alleine hoch, ne?
So, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt gerade ganz verzweifelt den Weg suche hier. Hier sind wir daheim. Hier sind wir daheim. Daheim ist es einfach am schönsten. Kämpft da gerade jemand mit unserem Tawny? Das wäre jetzt üble Geschichte. Nee, es war der Schwanz vom Ding, den ich gesehen habe. So, machen wir kurz Halt. Gerade frisst er, Leute. Der müsste jeden Moment durch sein. Ja, 79%. Was haben wir gehabt? 15, dann sind wir bei 80, 94. Noch zweimal futtern. Das packen wir schon, ne? Brauche ich denn jetzt noch irgendwas hier? Nee, aber wir können Mary schon mal runterholen. Dann machen wir uns langsam startklar, würde ich sagen. Mary, du musst leider wieder laufen. Ich weiß, du willst hier oben bleiben. So. Mary ist klar. Jetzt muss ich den wieder wegtragen. Habe ich mich jetzt da reingeglitscht? Wollte ich nicht. Lalali, da freue ich mich aber, dass wir Tierle zähmen konnten heute. Brauchen wir natürlich einen zweiten. Und die gezähmte Dino-Liste muss ich auch irgendwann mal fertig machen. So, jetzt musst du die zwei Bären wieder anhängen, wie sich's gehört. Du folgst links, das passt. Links selber folgt dem Rex. Und Benno habe ich hinten drauf. Das heißt, ich kann jetzt schon mal die Tiere umdrehen. Wir müssen ja in die Richtung. Ah, schade, hat nicht gereicht. Ey, wie so Gummiend. Wie so eine Gummiende, der Alterle. Okay, Rex, dreh mal rum. Der links darf jetzt bloß nicht folgen. Der soll dann auch nachher gleich hier drehen, gemütlich. Hier dann ums Eck rum. Oh, vielleicht kriege ich die schon mal gedreht. Wir gucken mal. Müssen wir ja eh machen. Alles wartet jetzt auf den Tawny. Schön an dem kleinen Wasserfall hier, Leute. Ja, guck mal. Die sind doch fit, oder? Kann man da was sagen? Die sind doch turbo-fit, unsere Tierlen. Hier schön eingereiht. Die Karawane ist ready. Ich bin jetzt mal so mutig und baue den Käfig schon ab. Okay. Das Tor kann man rausmachen. Dieses Tor und dieses. Und dann die Elemente. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt nicht das Problem gehabt, dass wir über die Map rennen mussten. Ich habe schon gesehen, nämlich. Alter, der ist größer, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Die haben so klein und goldig gewirkt mit diesem Geräusch. Okay, musst du aufpassen. So, ne? 94%. Noch einmal futtern, dann haben wir den, Leute. Wenn wir noch einen zweiten finden über Level 140, würde ich sagen, nehmen wir ihn mit. Boah, ist das ein Lappen von Tier. Wieso habe ich den Sattel nicht gefunden? Ach, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich habe jetzt gerade eben ein Echo gehört von euch. Voucher, du musst das Ding dazu schalten. Ich glaube, ich muss Scorch Earth mit reinklicken. Jetzt müsste eigentlich der Tawny Dragon hier drin sein. Da ist er, Leute. Ich schalte mal frei. Tawny Dragon. Fasern, Holz, Leder, Lehm. Lehm. Lehmi, Memi. Das haben wir nicht. Wir haben auch keine Metallbarren. Aber Lehm. Lehm, 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 Lehm. Wir hatten schon mal eine Lehmstelle gefunden. Ist das zufällig Lehm? Feuerstein, Stein und Sand. Wobei ich müsste sagen, Lehm. Entweder, vielleicht muss ich Lehm herstellen. Warte mal, ich guck mal. Oder im Wasser suchen, ne? Ich gebe mal ein Lehm. Lehm. Ja, da ist Lehm. Kaktussaft und Sand. Also Sand brauchen wir auf jeden Fall. Was kriege ich denn hier? 8 Sand. Und so. 5 Sand. 9 Sand. Also ist so besser, ne? Nehmen wir ein bisschen Sand mit, Leute. Und Kaktussaft. Da müssen wir gucken, ob hier Kakteen rumstehen. Nehmen wir uns dann auch gleich mit. Dann kann ich nämlich Lehm herstellen. Und aus Lehm dann entsprechend den Sattel formen. Für unsere Tawnies. Die nehmen wir aber mit in die Hauptbase. Ne? Ihr wisst schon, für die Hauptbase im Canyon wird irgendwann nochmal eine große Reise kommen. Das heißt, alle Tiere, die nicht im Wald bleiben und nicht in den Highlands bleiben, werden wir dann zusammenrotten und noch einmal gemeinsam in den Canyon laufen. Natürlich dann mit den starken Tieren voraus, machen wir alles platt, da walzen wir dann eher durch. Ne? Oh, du bist überladen. Gerade noch gefangen. Kurzer Moment. Ja, wir haben den! Oh, wie auffällig. Man weiß genau, mit welcher Taste er läuft. Ja, Alterle. Ja, Alterle. Ach Gott, ist das ein hübscher. Muss ich mir gleich nochmal genau angucken. Leute, die sind ja schick. Guck mal, wie schön die gezeichnet sind. 224 und ich habe noch keinen Skillpunkt vergeben. Da freue ich mich. Ja, Alterle. Dich hänge ich gleich mal an den Links ran. Wo bist du? Du folgst jetzt dem Links nachher, der Karawane entsprechend mit. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu viel Zeugs gesammelt habe. Ich mache mal alles hier rüber. Ach so, ja, das machen wir auch mal hier rüber. Das machen wir ebenfalls hier rüber. Jetzt gucke ich mal kurz, ob der links überladen ist. Kann nämlich gut sein. Links kriegst du nochmal einen Punkt hier drauf, dann passt doch die Geschichte. Oh ja, und gib mir mal das Ding raus. Da kamen eh schon wieder Hinweise, dass ich keine Waffe dabei habe. Ich habe ja dabei, aber ich habe sie nicht benutzt. Und das kann man hier drauf spannen wieder. Dann passt die Geschichte, dann haben wir auch was in der Hand, wenn wir angegriffen werden. So, Leute, das heißt, wir sind durch.
Oh, ich muss ihn jetzt angucken. Das ist ein hübscher. Aber ich muss natürlich auch immer ein bisschen rausfinden, wie weit ich mit meinem Männle gehen kann. Boah, schade, knappe Geschichte. Aber so lernt man's. Leute, ist der hübsch. Macht das User-Interface weg, Alterle. Guck mal. Boah, ne, ist das von der Lampenrotstich, oder? Ist von der Lampenrotstich, scheiße. Ich dachte gerade, der hat rote Schuppen. Ist von unserer Lampe. Hey, Alterle. Ach Gott, ist der süß. Dreh dich mal in die Sonne, dass man dein Gesichtle schön sieht. Ach Gott, sind die cool, Leute. Huch, Entschuldigung, so wollte ich es nicht. Geh nochmal in die Hocke. Ja, wie ein Gecko. Der hat Augen wie ein Gecko. Der ist hübsch. Der ist hübsch. Der gefällt mir. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was habt ihr von denen auch welche? Erzählt mir gerne mal ein bisschen, was ihr so mit denen angestellt habt. Sattel müssen wir halt an der Base machen. Gritsch. Wenn wir Kakteen finden, wäre es eine coole Geschichte. So, ich muss hier nochmal einhängen kurz. Und hier wollte ich einen Skillpunkt vergeben. Hab ich schon. Ja, ist kein Problem. Dann hauen wir das Raw Mutton hier rüber. Das war wichtig. Das war wichtig. Und ich muss ihn tatsächlich einhängen, den Tawny. Ist das ein hübscher? Ich bin gespannt, wie schnell der ist. Achso, jetzt pass auf, nicht schon wieder den gleichen Fehler machen. Langsam. Ja. Oh, schön. Danke für die Treppe, mein Großer. Oh, da will ich noch einen zweiten. Die züchten mal, da will ich ein Baby von denen. Das werden aber Echsen sein. Das heißt, die machen Eier, ne? So, Leute. Ja, komm, wir machen einfach ein bisschen länger heute. Ich habe voll Bock gerade. Welches Level hast denn du? Du siehst auch hübsch aus. 15, ist ein bisschen klein. Okidoki. Wie wollte ich denn laufen? Hier laufen wir jetzt runter. Jetzt gucken wir mal, ob die uns alle folgen. Jetzt haben wir natürlich ein Tier mehr, auf das wir aufpassen müssen. Links ist auf jeden Fall da. Der Tawny ist da und die drei Bären. Die zwei Bären. Ich bin gedanklich schon beim Bärenbaby. Ja, kommt rum. Ich könnte aber den Tawny hier dranhängen, glaube ich. Damit es hier nicht so eng wird mit denen, ne? Komm mal her, Diggerle. Du folgst mal dem Rex, weil dazwischen dem Rex ist nämlich noch Platz. Das Geräusch ist so cool von dem. Oh, Barry. Das war eher nicht so meine Absicht. Ich glaube, der hängt hier fest, oder? Muss kurz gucken. Nee, ich glaube nicht. Wir probieren mal, ob ich mit dem weglaufen kann. Nö, passt, ne? So. Alles klar, Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. Ist das hier zufällig ein Kaktus oder so? Nee, ne? Ist einfach nur ein toter Strauch. Stroh und Holz. Wir brauchen schon Kakteen. Ich glaube, da machen wir auf jeden Fall eine kleine Tour. Ich will das mit dem Leben auf jeden Fall machen können. Ist nur die Frage. Da müssen wir eigentlich wahrscheinlich weiter ins Gebiet rein. So, hier müssen wir jetzt erstmal durch. Die Tiere sind nicht mehr auf Passiv, oder? Nee, die kämpfen. Okay, alles klar. Alles klar, ich muss kurz drehen. Der kämpft immer noch. Oh, es war ein 130er Terrorbird. Das mit dem TH kann man auch übertreiben, ne? Terrorbird. Ey, wir haben was gezähmt. Ich freue mich so riesig. Haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Die Schnecke war, glaube ich, das letzte große, ne? Große, in Anführungszeichen. Unsere kleine Fnecke. Boah, der Rexe, der kriegt Level ohne Ende. 20.000 haben wir gesagt. Da mache ich jetzt erstmal weiter. Kommt ihr durch? Ein Bär habe ich hier, die anderen zwei hängen hinten dran, das sehe ich gerade. Hier sind so Rex-Knochen-Dinger. Ich nenne die immer Rex-Knochen, weil ich habe das Gefühl immer bis jetzt, wenn ich so Knochen sehe, dass die Rexe nicht weit weg sind, ne? Ja, dann kriegen wir noch ein paar Meter zurückgelegt. Da hinten ist noch ein Tawny, bitte sei nicht allzu hoch im Level. 15er. Wie ich halt glücklich bin, dass sie nicht so hoch sind. Weißt du, ich muss die nicht alle auf einen Schlag haben. Was haben wir da unten noch für ein Tier? Alter, das sind die Schweine. Die will ich mir aber zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann holen. 140er. Pass mal auf, dann laufen wir aber nicht direkt durch die Schweine durch. Beiß mal hier den Weg ein bisschen frei für deine Kollegen, Rexona. Das wäre super. Jetzt laufen wir genau durch die Schweine durch. Ich hoffe, die greifen uns nicht an, weil ich hätte das 130er schon gerne mal aufgehoben. Ich weiß, es ist immer so eine Glücksgeschichte, ob das Tier dann spawnt oder despawnt. Was haben wir hier unten? Noch mehr Tawnies. Guck mal, der macht uns nichts, wenn ich nur so hinstehe, ne? Doch. Dem Bär macht er was, aber da hinten kämpft es auch. Okay, dann machen wir sie halt weg, das Rudelschweine. Ich will nicht zu viele Tiere jetzt mitnehmen, ne? Sonst komme ich schon wieder aus dem Ding. Aus dem Konzept. Seid ihr fertig mit Kämpfen? Okay. Da kommt so eine Motte.
Welches Level? Oh ne, ich will nichts mehr zähmen. Ich habe jetzt schon was. Oh. 130er. Egal, ich mach die jetzt weg. Wenn, dann würde ich noch einen Torni zähmen, dass wir mal beim Thema bleiben. Oh. Du hast den nicht erwischt und jetzt flüchtet die. Oh, da oben hat es noch Kanos. Ich gucke natürlich nach dem Level, Leute. Vor allem halt auch nach Eventfarben. 55er, 85er und 130er. Wobei ich jetzt schon wieder nicht weiß, welchen wir an der Base haben. Dann machen wir hier weiter. Lumlilum, da ist noch ein Torni da oben. Gucke ich gleich danach. Gut. Links, rechts, alle noch da? Ne, rechts nicht, da ist er in der Höhle. So, ich guck mal kurz hier rum. Was haben wir denn? 130er Female, das wäre eigentlich ein 140er Female Torni da hinten, Leute. 140 haben wir ja eigentlich gesagt, den machen wir, ne? Also, pass auf, ich räume mal den weg. Dann holen wir den vielleicht noch. Also nochmal den 10-Käfig aufbauen. Ja, der hat so ein schönes hohes Level. Das wäre ja echt fatal, wenn ich den stehen lasse. Wobei ich jetzt ausmachen muss. Es ist gerade schon wieder das Problem, nämlich. Nimm mal Reis aus. Hör mal auf zu kämpfen. Hör mal auf zu kämpfen. Kommt einfach hier rüber. Lass den stehen. Wenn wir jetzt kämpfen, haben wir nämlich gehabt. Ich überlege gerade, ob ich ihn zähmen soll. Oh, aber dann hätte man tatsächlich das Torni-Pärchen schon mal erledigt. Der links dreht noch. Der überlegt sich noch ganz krampfhaft, ob er will. Okay, machen wir den Baum weg. Dann sehe ich was. Wir können den schon mal pullen. Wir können den schon mal pullen, glaube ich. Okay, Leute, pass auf. Was ist denn das da hinten für ein Tier? Ach, eine Motte. Die ist gerade gelaufen. Das sah komisch aus. Oh, sollen wir das jetzt echt machen? Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Wo habe ich denn jetzt die Sachen hin? Ah, das ist der Rex. Du musst auf links gucken. Der kommt aber erst sehr langsam hier angeschlittert. Ist der Torni noch da? Die sind da hinten. Die kleben gerade fest, die Jungs und Mädels. Machen wir das weg. Ja, Leute, bleibt mal dran. Ich baue den Käfig nochmal auf. Wir holen uns den 140er. Dann haben wir ein wunderschönes Pärchen. Dann können wir Babys machen mit denen, wenn wir daheim sind. Endlich Babys. Kurzer Moment. Das kann sich nur um Stunden handeln. So, ihr habt es geschafft. Freut mich. Freut mich. Doch, freut mich. Links hast du den Zähmkäfig hier. Habe ich den oben eingeräumt? Wenn ich mir das so übermerken würde. Also, meine Lieben, dann hauen wir das hier hoch und das hier hoch. Nehmen wir die wieder rüber, dann nehmen wir die Pfeile rüber, dann nehmen wir die Geschichte hier rüber. Die Flinte ist auch hier. Die 6 Dinger habe ich vorhin benutzt, dann benutze ich sie heute gerade wieder. Die Geschichte haben wir benutzt, die und die. Ja komm, das haben wir doch gerade eben schon mal gemacht, das wird jetzt routiniert ablaufen. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt, wo bauen wir das Ding hin? Hier rein, das reicht doch. Das reicht doch, oder? Dann haben wir sie beide, weißt du? Das fände ich schon cool. Okay, pass auf, Kuh. Und sollen wir den da vorne hinklippen? Eigentlich ist wurscht. Nicht mit der Maus bewegen, Alterle. Jetzt kriegt der Alterle schon Schuld, dass er die Maus bewegt. Aber bediene ja ich die Maus. Egal, einer muss es aushalten. So, meine Lieben, pass auf. Dann machen wir das jetzt noch fertig. Pullen den da rein. Bisschen rüber. Ja, muss nicht schön sein. Haben wir doch vorhin schon mal gelernt. Das reicht auch, wenn es überhaupt irgendwas macht. Weiter geht's. Und... Na? Leute, der will nicht. Der will jetzt nicht. Jetzt habe ich ihn. Und dann haben wir den hier noch drauf. Der war sogar gesnappt. Flap. Eins zurück auf die 4. Ne, auf die 5. Ich muss von der Seite gucken. Dann geht es, glaube ich, vom... Bin ich ja schon erschrocken mit der Motte jetzt wieder. So, das reicht auch. Dann hauen wir die 3 kurz drauf. Dann sind wir ja schon so weit. Dann können wir direkt durchstarten. Mir ist das gar nicht so blöd. Ich habe immer gedacht, es ist voll nervig, immer den Zähmkäfig wieder aufzubauen, wieder abzubauen. Es stört nicht, weil man ja weiß, was man dafür bekommt. Und vor allem kann ich es in Ruhe zähmen. Das ist mir am wichtigsten, dass ich nicht hier rumeiern muss. Ne? Hier ist vom Platz her gut. Dann mache ich die Tore rein. Ey, Motte, hier wird nicht geschissen oder so. Ne? Ich sag's nur. Das ist mein Plätzle. Jetzt haben wir da hinten 2 Tornis am Stück. Hier mache ich wieder auf. Manuell. Zumachen wieder. Und auch manuell. Dann setze ich die Tiere auf passiv. Hier so. Guck durch, ob es auch hinkauen hat.
Passiv, 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 alles klar. Super, oder? Guck mal, Leute, es ist zwar ein bisschen überzogen heute schon wieder von der Zeit, aber das kennen wir ja von mir. Und wir haben es aber tatsächlich geschafft, jetzt ohne großen Aufwand, ein bisschen mit Routine mal ausnahmsweise das Zeug hier zu machen. Das finde ich sehr schön. Jetzt ist die Motte da drin. Gut, die fliegt aber raus. Ich muss jetzt gucken, welcher Tawny es ist. Ich glaube, es ist halt die gleiche Farbe, aber das macht mir, wenn ich persönlich jetzt mal ehrlich bin, und ich bin ja gerne ehrlich. Wo habe ich ins Fernglas? Hier. Fernglas wieder auf die 5 und. Ist das zufällig der hohe? Ne, ist ein kleiner. Aber, wenn wir den kurz anschießen und dann da hochgehen, dann kann ich den kurz wegmachen. Guck mal, das ist null, heißt nur, dass es vergiftet ist, oder? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, die sind beide gekommen. Ich guck mal, dass ich sie weglock. Boah, kurzer Moment, kurzer Moment. Ja, kämpf dich durch, kämpf dich durch. Ja, danke. Geht's noch gut? Jetzt muss ich sie mal hier reinloggen, schön. Das war blöd. Das war zu früh. Ich weiß nicht, welcher ist gerade. Pass mal auf, Leute. Weißt du, das Coole ist ja immer an so Aktionen, der blöde Satz vorher, ne? Hey, wie routiniert's jetzt mal? Da macht was Schaden. Da macht was Schaden. Jo, wo kommt denn ihr jetzt her? Wo kommt ihr jetzt her? Die ganzen Tiere sind auf Passiv wegen Zähmen, ne? Da ist noch einer. Du brauchst gar nicht abhauen. Hier angreifen, wenn wir gerade mitten im Geschehen sind. Ist der Benno noch da? Benno ist noch da. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, welcher Tawny ist denn das? Das ist der 50er. Den mache ich kurz weg. So. Okay, das hat geklappt. Und das ist der. Nein, nein, nein. Ja, komm. Kämpf mit mir, nicht mit meinem Bär. Komm. Ja. Hau mich, komm hier rein. Komm. Sehr schön. Türe zu. Oh nein, das war falsch. Wenn der jetzt umdreht, ist er weg. So, die Geschichte hat hingehauen. Ja, ein bisschen holpriger, als ich es gedacht habe, Leute, aber wir haben, was ich will. Jetzt muss ich den Bären in Sicherheit bringen. Tornile ist da drin aufgehoben. Die Kanus haben wir weggemacht. Läufst dahin, wo du sollst. Sehr schön. Okay, wollen wir den noch kurz schlafen legen zusammen? Aber wir sind jetzt von der Zeit her schon, haben wir ja gerade gemacht, ne? Ich würde sagen, ich lege den schlafen, Leute, und dann werden wir morgen den zusammen noch fertig zähmen. Ich komme so etwa zur Hälfte vom Zähmvorgang dann in die Folge rein, damit wir auch weiterkommen morgen, ne? Machen wir das so? Das machen wir so. Guck mal, wer mich verarscht. Tornile. So, oder warte mal kurz. Das müsste ja, wenn ich nur Kopftreffer lande, müsste es ja gleich erledigt sein, ne? Guck nochmal hier durch. Ne, hier durch. Ich dachte, ich kriege ihn ganz knapp. Jetzt guckt er darüber. Jetzt haben wir Kopftreffer. Jetzt haben wir zwei Kopftreffer. Guck mal, wie schnell das dann geht, ne? Ja, komm, bleibt mal dran. Ihr seid doch auch gern dabei, wenn ich zähme, oder? Leute, ich kann euch ja nicht immer. Das war kein Kopftreffer, leider. Das war wieder einer. Dann sind wir jetzt etwa beim Drittel. Jetzt mache ich noch einen Kopftreffer. Das war keiner. War ich so hektisch? Nö, eigentlich nicht, aber. Das liegt hier an der Stelle auch. Ah, komm, schieß einfach. Guck nochmal nach. Okay, ich darf jetzt aber nicht mehr viel Damage machen. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn ich noch zweimal Kopftreffer mache, ist er wahrscheinlich tot. Einen Kopftreffer machen wir aber noch. Könnte vom Torpor her reichen. Ich laufe mal kurz hier durch. So, jetzt gucken wir nochmal zur Sicherheit rein. Ey, ich kann mir noch einen Kopftreffer leisten, dann haben wir den. Im Alterle muss ich gleich trinken und essen geben. So, Schläfle. Schläfle, mein Freund. Alles klar. Der zweite Tawny ist auf dem Weg, Leute. Ah, super. Dann haben wir das Pärchen zusammen. Da mache ich die Liste am Wochenende. Habe ich jetzt schon voll Bock drauf. Lumlilum. So, pass auf, ich brauche Ramatten. Sehr schön. Haben wir zwei Tawnys gezähmt. Komplettes Perle heute gleich erwischt. Beziehungsweise, ich muss nochmal gucken, dass ich nicht daneben liege. Männchen. Das Wasser verdunstet hier irgendwie. Männchen und das müsste das Weibchen sein, wenn ich mich richtig. Ja, Leute. Wir haben das Pärchen, Level 140er und 150er, hat sich gelohnt, finde ich. Die Geschichte ist gut. Hier haben wir jetzt natürlich gerade kein Wasser, sehe ich. Ich müsste jetzt gucken, dass ich mit dem Alderle Wasser hole. Das sollte man morgen vielleicht schön machen. Oder mit dem Bär nochmal kurz zurückgehen. So, du folgst mir, das ist gut. Das wollte ich so. Achso, ich muss die wieder umpfeifen auf alle Ziele angreifen oder was auch immer. Guck mal, ne, ist eine Motte. Ich dachte, das wäre einer von den Wasserbugs. Ich müsste eigentlich ausmachen, ne? Oh, ich habe so Bock zum Zocken heute. Da liegt eine Tasche. Nein, da ist der Drodon. Oder Dedon, oder wie die heißen. Geh weg von ihm.
Alter, dich habe ich jetzt wieder voll gebraucht. Dich habe ich voll gebraucht, Alter. Ich will doch nur Wasser holen. Guck dir das an mit dem Heileffekt. Da rechts läuft der Wasserbug, den will ich eigentlich. Ist der 130er jetzt, ne? Stimmt, guck mal, wie lange der lebt. Leute, sowas brauchen wir unbedingt. Guck dir das an. Eine extreme 140er war der sogar. So, kurz hin. Schlückle getrunken. In die Tasche reingeschaut. Nix dabei, was ich brauche. Dann machen wir jetzt an der Stelle aus. Morgen gibt es dann den zweiten Tawny Dragon, Leute. Und dann gehen wir weiter nach Hause, ne? Ich bewache den jetzt, falls nochmal ein Kano den Berg runterkommt. Mach mal den weg hier. Das sieht wüst aus, wenn der da so rumliegt. Gut. Den stelle ich jetzt hier hin. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Passiv. Das hat nicht geklappt dann. Habe ich dich nicht erwischt wahrscheinlich. So. Ich will echt nicht aufhören. Es ist so schön, dass wir jetzt gerade hier wieder zusammen was zähmen, Leute. 16,9%. Also, ich zwinge mich jetzt tatsächlich offline. Wir sehen uns morgen wieder um die gleiche Uhrzeit. Dann machen wir hier weiter und laufen natürlich das letzte Stück Weg noch zusammen. Es ist nicht mehr weit, Leute. Morgen ist Freitag dann. Samstag spätestens sind wir daheim. Ich sag's immer wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich tierisch auf die Runde morgen mit euch. Bis dann.